Diese eine Regel ist, ich habe mir Mühe zu geben, ja, tatsächlich. Also einfach so in meinem Schlafzimmer auf dem Bett rumsitzen und Kundenkontakte geht nicht. Kommt und wenn mein Schlafzimmer... An. Nein. Für mich nicht. Natürlich kommt es. Geht nicht. Nein. So. Und wenn das der einzige Ort ist, an dem ich gerade arbeiten kann, weil Babys, Kinder, Lebensgefährte, was auch immer, dann ist so ein virtueller Hintergrund eine super Lösung. Ja? Und wenn ich Spaß daran habe, ist es eine gute Lösung. Und wenn ich ein tolles Büro zu Hause habe, das perfekt eingerichtet ist, dann ist es auch eine gute Lösung. Und wenn es ein weißer Hintergrund ist, ist es auch eine gute Lösung, wenn es für mich stimmt. Ah, das klingt gut. Moin, Anna. Moin, moin. Na? Moin, moin ist Gelorbeer, weißt du doch, das heißt Moin in Hamburg. Entschuldigung, ich bin doch nicht aus Hamburg. Bei mir würde es heißen Tag auch. Zwei Silben. Ja, nicht, wir sagen auch Moin. Nee, sagen wir nicht, was sagen wir denn? Ja, aber Tag. Nicht, egal, völlig egal. Tag. 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 Guten Morgen. Ja, schön, dich zu sehen. Das Wochenende ist vorbei. Ja. Und du hast irgendwie mitgezählt, ne? 9. Woche. Ja, genau. Wir sind in der 9. Woche jetzt. So ist es. Und die letzte war echt spannend, tatsächlich. Also bei uns beiden, für uns beide. Da ist ziemlich viel passiert bei uns unter unseren Posts auf LinkedIn vor allem. Ja. Aber auch bei Twitter diesmal. Wir haben nämlich auf Twitter zu diesem Thema, ne, virtuelle Hintergründe, was wir gemacht haben, was ich ziemlich lustig fand. Ich fand das gerade ziemlich lustig, dass du auf deinen realen Hintergrund zeigst. Du deutest ja, auf unserem virtuellen Hintergrund, der ist hier... Textbildschere. Gut, also es geht um die Hintergründe. Es geht mich gar nicht um die virtuellen, sondern um die echten. Genau, es geht grundsätzlich um die Hintergründe. Der Aufhänger waren die virtuellen, ne? Ja, ja. Und du hattest es auf Twitter gepostet und da hat eine Netzwerkfreundin von uns sozusagen, Christine Nicholson. Nein, Kirstin. Mensch. Verdammt. Kirstin Nicholson, ja. Also hat Kirstin Nicholson einen großartigen Link gepostet, den wir auch hier drunter packen werden auf jeden Fall, der mir ein solches Vergnügen macht, nämlich leere alte Sets von der BBC aus dem Archiv. Es ist so geile Backgrounds. Ich habe mich gleich verliebt in den Background von Top of the Pops von 1965, meinem Geburtsjahr. Und das ist so schön. Schwarz-Weiß, schaut euch das an. Das sind geniale Hintergründe. So genial. Aber wir wollten aber jetzt gar nicht über alberne Hintergründe reden. Wir hatten ja das letzte Mal Hintergründe von so einem Möbelhaus. Und dann gab es ja so ganz bizarre Situationen. Es gab diese Dating-Atmosphäre, so kuschelig in Rot. Es gab Schlafzimmer. Und damit haben wir ja so ein bisschen gespielt. Und dann gab es also wirklich in den Kommentaren relativ viel Auseinandersetzung und Diskussionen. Die einen sagen, Mensch, das ist doch doof im Schlafzimmer oder wie braucht man überhaupt Hintergründe? Ich habe ein professionelles Büro, sagt mir ein. Andere wollte keinen Fake machen, ja, und so. Das fand ich ganz interessant. Das war spannend. Das hat offensichtlich was getroffen, was für viele eine spannende Auseinandersetzung ist. Vielleicht für sich selber auch. Wo ist denn eigentlich meine Haltung? Wie möchte ich das eigentlich machen? Und mir ist dabei klar geworden, dass es dabei tatsächlich eine Regel gibt. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Diese eine Regel ist, ich habe mir Mühe zu geben, tatsächlich. Also einfach so in meinem Schlafzimmer auf dem Bett rumsitzen und Kundenkontakte geht nicht. Kommt und wenn mein an. Schlafzimmer... Nein. Für mich nicht. Natürlich kommt es. Geht nicht. Nein. So. Und wenn das der einzige Ort ist, an dem ich gerade arbeiten kann, weil Babys, Kinder, Lebensgefährte, was auch immer, dann ist so ein virtueller Hintergrund eine super Lösung. Ja? Und wenn ich Spaß daran habe, ist es eine gute Lösung. Und wenn ich ein tolles Büro zu Hause habe, das perfekt eingerichtet ist, dann ist es auch eine gute Lösung. Und wenn es ein weißer Hintergrund ist, ist es auch eine gute Lösung, wenn es für mich stimmt. Aber wenn es einfach nur der einfachere Weg ist und wenn ich mir keine Mühe gebe und wenn ich dann so da sitze, so wie so ein Schluck Wasser, und es ist alles weiß und langweilig und ich bin auch langweilig, dann ist es doof. Genau. Also die bewusste Entscheidung, sich einmal kurz Gedanken machen, was möchte ich mit dem Hintergrund erreichen? Stelle ich meine Möbel um? Stelle ich vielleicht eine Tulpe noch irgendwo ins Bild? Oder nehme ich bewusst einen weißen Hintergrund? Das haben wir ja am Anfang auch gemacht. Ich habe ja so eine Pappstellwand. Da war die bewusste Entscheidung, hey, ich möchte gerne den Fokus auf mich haben und nichts, was ablenkt. Bis wir irgendwie gemerkt haben, das ist zu steril, zu clean. Nee, diese Entscheidung möchte ich revidieren. Und dann haben wir jetzt ein bisschen mehr vom Büro gezeigt. Es hat allerdings auch Wochen gedauert, bis ich es aufgeräumt hatte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist ja gar nicht mein Büro hier. Ich bin tatsächlich nicht in einem Büro. So. Gut, aber du hast eine Atmosphäre. Du hast dich bewusst für eine Atmosphäre entschieden. Okay, das wollten wir sagen. Ich glaube, mehr wollten wir gar nicht sagen. Genau, Wertschätzung entsteht dadurch, dass ich mir Gedanken mache darüber, wie und wo ich sitze und wie das aussieht. Ich wollte noch kurz erzählen, dass man den Hintergrund aber auch anders ganz bewusst nutzen kann. Und zwar hatte ich die Gelegenheit, mal auf dem Barcamp in so einer Abschlussrunde
also kurz zu präsentieren oder zu sagen, worum es in meiner Session ging. Und dann habe ich dann ein Bild in den Hintergrund gelegt, was letztendlich ein Präsentationschart war, also was mir geholfen hat zu präsentieren. Zeig mal. Ja, das ist im Grunde so eine Wortwolke, die ich damals hatte. Zeig mal. So sieht das aus. Genau, also so. Und jetzt bin ich natürlich im Bild, aber jetzt könnte ich natürlich sagen, guck mal, es ging um Video und PowerPoint. So, hier kannst du alles lesen. Ja, genau. Video. Das waren so die meistgenannten Stichworte. Es ging um Video und PowerPoint. Aber jetzt kommt hier dein mega Nerd-Trick. Wenn ich jetzt hier so eine Moderationskarte, die halte ich mal vor mich, wenn ich die jetzt direkt in die Kamera halte, Achtung, ich halte die direkt in die Kamera, dann bin ich weg. Geil. Und ich kann diese Folie zeigen. Hey, das finde ich gerade sehr fancy. Ja, ja. Also was man kann nämlich tatsächlich mit so... Geil. Man kann nämlich tatsächlich mit einem bewussten Umgang mit dem Hintergrund sogar didaktisch richtig was bewegen. Cool. Genau. Ja, in dem Sinne... Ja, dann hast du, also ich wollte noch sagen, Ablenkung, es passiert was im Bild, alle sind auch ein bisschen verblüfft, aber du hast dann auch den Fokus und die Aufmerksamkeit genau auf dem, was du gerade natürlich möchtest, dass es im Fokus und in der Aufmerksamkeit ist. Gut. Super. Jetzt in dem Sinne. Bis morgen. Bis morgen, Pizza. Tschüss. Tschüss.